Die Sendung wird präsentiert von Liebs, die Werbeagentur. Gute Werbung ist die beste Werbung. Es ist wieder Zeit für das Neu-1-Journal. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie hier in unserem Regionalfernsehen aus Neubrandenburg. Eine musikalische Sendung steht in den Startlöchern mit diesen Beiträgen. Festspielsaison in Neustrelitz. Wir haben das Weiße Rössel zur Generalprobe besucht und wollen Ihnen Lust machen auf opulentes Open-Air-Musiktheater. Und Stefan Malzew schaut wieder ein wenig weiter zurück in die Welt der Musik und widmet sich Tschaikowskis Blumenwalzer im Hitview History. Nach einer ganz kurzen Pause geht's los. Bleiben Sie dran. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Liebe Zuschauer, die Festspiele im Schlossgarten sind das Open-Air-Musiktheater-Event jeden Sommer in Neustrelitz. Schon in einer der letzten Sendungen haben wir den Schlossberg und die Arbeit an der aktuellen Inszenierung besucht. Am vergangenen Mittwoch bot sich nun ein umfassender Blick darauf, wie ab sofort und noch den ganzen Juli eingeladen wird in das Weiße Rössel. Auch wenn der Wegweiser Lokales verspricht, führt die Richtung weit in den Süden, mitten ins Salzkammergut. Das Singspiel im Weißen Rössel will sich an diesem Abend mit der Generalprobe erstem Publikum präsentieren. Bei stürmischem Wetter auf dem Neustrelitzer Schlossberg stürmen Touristenscharen an den österreichischen Wolfgangsee in das Weiße Rössel. Die Festspielinszenierung 2016 nimmt ihren Lauf und passt mit alpinem Charme hervorragend in unser flaches Land, ist sich ihr Regisseur sicher. Weil wir uns hier in der Mecklenburgischen Seenplatte befinden, einem der
der Ausflugsziele überhaupt in Deutschland. Und weil das genau das Thema ist, was passiert einem im Urlaub an Merkwürdigkeiten, an Frohsinn, an großen Fragezeichen, an Regenwetter, an gutem Wetter. All das ist in dem Stück drin und dann begegnen sich in dem Stück aus allen deutschen Landschaften begegnen sich Leute. Und was daraus entsteht, das ist einfach klasse. Was diese Begegnungen der Gäste betrifft, so hat der Rössel-Zahlkellner Leopold Brandmeier seine ganz eigene Meinung. Nicht nur die schiere Urlaubermasse macht ihm das Leben schwer, auch seine Chefin, die Rösselwirtin, schlägt ihm auf das Gemüt. Die fesche Frau Vogelhuber will nicht einsehen, was doch nun mehr als auf der Hand liegt. Dass zum einen ohne mich gar nicht geht, das ganze Geschäft. Zum anderen, dass sie Witwe ist und dass sie sich mal wieder binden sollte und dass ich der Richtige wäre für sie. Aber es ist eine harte Nuss. Sehr harte Nuss. Weil ich halt so verschossen bin in den Rechtsanwalt. Weil der Rechtsanwalt wäre schon eine gute Partie. Und also das ist auch das Kostüm, was ich anhab jetzt für seinen Empfang. Also da maschelt sie sich schon ganz schön auf. Also das, sie will ihm halt gefallen. Ja, das ist richtig. Und Und schon ist auch die besagte gute Partie angereist. Rechtsanwalt Dr. Siedler. Zu dumm nur, dass dieser seine Augen auf eine ganz andere wirft. Ottilie, eine Berliner Pflanze, die mit cholerisch angehauchtem Vater zur Sommerfrische im Rössel weilt. Das kommt dem Leopold natürlich sehr entgegen. Er hatte ohnehin Kuppelei im Sinn, um wieder ungestört mit seiner Josefa-Chefin streiten zu können. Mit jedem neuen Gast im Rössel kommen ein anderer Zungenschlag und dazu neue beziehungsstrategische Planspiele auf die Bühne, die allerdings schon fast im nächsten Moment in sich zusammenfallen. Sigismund Sülzheimer zum Beispiel soll eigentlich die Dr. Siedler so gefallene Berliner Fabrikantentochter Ottilie heiraten. Der selbstverliebte junge Herr trifft allerdings im Rössel auf das Klärchen, angereist mit sparsamem Vater aus dem Schworbeländle. Sigismund, der schöne Sigismund, kann das Mädchen mit echt sexem Esprit schnell für sich gewinnen. Im weißen Rössel glänzt durch spritzige Abwechslung auf jeder Ebene. Wortwitz mit Ursprüngen im Kabarett wechselt sich mit großer Vielfalt an eingängigen Melodien und musikalischen Genres ab. Eine Prägung aus den Ursprüngen in den 1920er Jahren. Was idyllisch volkstümlich daherkommt, wird mit Augenzwinkern aufs Korn genommen. Krachlederne Folklore wird parodiert, ohne die eigentliche Freude daran zu schmälern. Für den Leopold schaut's jetzt erst einmal gar nicht gut aus. Er hat es bis zur Kündigung getrieben und verlässt das Rössel. Doch dann rollt mit Vierspänner die Wende auf die Bühne. Nur ein Beispiel, wie opulent, beeindruckend diese Festspielinszenierung das Singspiel ausgestaltet. Immerhin geben sich ja aber auch kaiserliche Hoheit Franz Josef persönlich die Ehre. Glanzvolle Rolle für Mario Thomann. Schon seit 2004 in Pension nimmt das Musiktheater Urgestein in seiner 50. Spielzeit den Abschied von der Bühne. Das Weiße Rössel war übrigens ein regelmäßiger und sehr geschätzter Begleiter in dieser langen Neustrelitzer Theaterkarriere. Ja, das Weiße Rössel ist dramaturgisch so hervorragend gebaut, wie man nur wenige Stücke so bauen kann. Es hat viele eingehende Melodien, die die Älteren kennen, aber die die Jüngeren komischerweise auch mögen, obwohl ja, die Musik von unseren jungen Leuten ganz anders ist. Aber es ist die Faszination einer heilen Welt, die 3 Stunden lang über die Bühne geht und das mögen die Leute. Was das Publikum nicht nur mag, sondern von einer Festspieloperette einfach erwartet, ist das Happy End.
Kaiserliche Hoheit legen mit einem Sinnspruch im Rössel-Gästebuch dafür höchst selbst die Grundlage. Wie sich das glückliche Ende dann für alle Beteiligten gestaltet und wie genau sich alles von Beginn an kurzweilig dorthin entwickelt hat, das sollte man natürlich am besten live erleben. Mit einem Besuch im Weißen Rössel am Wolfgangsee, der noch bis zum 31. Juli auf dem Schlossberg in Neustrelitz zu finden ist. Ja, vom Schlossberg wird der ein oder andere Festspielbesucher wohl mit einem musikalisch beschwingten Wurm im Ohr nach Hause summen. Diesem Phänomen, also dem Ohrwurm, widmet sich auch Stefan Maltzeff in seinem Hitview, gleich hier im Neueinschjournal. Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Die Wäschen 3 und 4 kosten für Frauen nur 7,50 Euro statt 9,50 Euro. Renninger, alles für Ihr Auto. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Vier-Tore-Stadt. Monatlich neu, fünfmal täglich auf Sendung. Das Neuwoges-Magazin. Nur hier auf Neu 1. Liebe Zuschauer, wenn Stefan Maltzeff seiner Reihe Hitview den Zusatz History anhängt, dann will er den Bereich der Charts von heute und gestern etwas weiter in Richtung Musikgeschichte verlassen. Was nicht heißt, dass es dabei etwa trockener zugeht. Willkommen zu Hitview History. Hitview History mit Tschaikowskis Blumenwalzer. Ein echter Ohrwurm. Darf in keinem Wunschkonzert fehlen. Die Musik gehört in das Ballett, der Nussknacker, ein Märchenballett. Und so ist natürlich auch die Musik irgendwie märchenhaft schön und erzählt Geschichten. Was muss eine Musik haben, damit sie für uns zum Ohrwurm werden kann und im Idealfall zu einem Ohrwurm, über den wir uns freuen? Es gibt ja auch welche, die man ganz schnell eigentlich wieder loswerden möchte. Ganz wichtiges Element ist die Wiederholung. Es müssen Elemente darinnen sein, die so wiederholt werden, dass wir sie oft genug hören und in der richtigen Art, dass sie sich uns in unsere Gehörgänge hineinbohren, wurmen können. Und Tschaikowski ist ein wahrer Meister der Wiederholung. Nehmen wir diese berühmte Melodie aus diesem Walzer. Nur dieses kleine Element, was ich jetzt gespielt habe. Um zu erklären, was ich sagen möchte, habe ich das Ganze mal aufgeschrieben. Das, was ich eben gespielt habe, ist das, was hier oben steht. Für die, die nicht Noten lesen können, das spielt jetzt gar keine Rolle. Das, was ich sagen will, erkennt man rein grafisch.
Das sind vier Takte. 1, 2, 3, 4. Und die Melodie dazu geht so. Was passiert hier? Es wird dreimal etwas wiederholt, eine bestimmte Melodieform. Und dann an der vierten Stelle, weil vier Takte oder vier phrasige Sachen gehören hier in der Musik immer zusammen. An der vierten Stelle passiert etwas, was anders klingt, und das gliedert für unser Ohr das Signal, hier kommt das nächste Vierer-Element. 1, 2, 3, 4. Aus diesen vier Takten, die finden sich jetzt hier wieder. Habe ich kleiner geschrieben, damit wir sehen können, wie dann jetzt die gesamte Gruppe wiederholt wird. Und zwar ein zweites Mal und ein drittes Mal. Bis hier ist also genau das Gleiche passiert, wie in der kleinen Form. Hier oben sieht man es, dreimal wird eine Sache wiederholt. Und das vierte Mal, so wie hier es nur ein Takt ist, wird jetzt am Ende eine komplette Gruppe abgewandelt, sodass wir wiederum ein Gespür dafür kriegen, dass jetzt eine Sequenz von vier Dingen zu Ende ist. Das funktioniert durch diesen ganzen Walzer bis zu einer ganz bestimmten Stelle, wo Tschaikowski uns mit etwas überrascht, mit einer wunderbaren großen Melodie, die aus den Celli erklingt. Und die genau lässt er nicht auf einem von diesen Punkten starten, die immer mit vier zu tun haben, wodurch das Ganze eine ganz größere Kraft noch bekommt, weil es uns wirklich überrascht in diesem Moment. Immer nach vier Takten passiert was. 1, 2, 3. Nach vier Takten setzen die Hörner wieder an. Beim dritten Mal setzen die Klarinetten ein. Die spielen acht Takte. Und dann ist die viermal viertaktige Ecke zu Ende. Was passiert? Es geht wieder wie von vorne mit den Hörnern los. Und dieses Prinzip wird uns jetzt verfolgen. Wir werden merken, immer wenn beide Hände bis vier sind, passiert irgendeine größere Angelegenheit. Da sind wieder die Klarinetten und der Einsatz der Geigen, diese berühmte Melodie, kommt natürlich auf einer gemeinsamen Eins, ganz klar. Und jetzt haben wir das mit der Viertaktigkeit, was ich auf dem Papier eben gezeigt habe. Dreimal die gleiche Figur, dann der Ballrampam, beim dritten Mal kommt es nochmal, wieder Ballrampam, und beim vierten Mal geht die Melodie etwas anders zu Ende und leitet über, wozu? Na klar, zu einer Wiederholung wieder der Geigen. Ballrampam, da ist die zweite Phrase, hat wieder vier Takte, Ballrampam. Zum dritten Mal und beim vierten Mal wird übergeleitet zu etwas Neuem. Und das ist in diesem Fall jetzt tatsächlich was ganz Neues. Nämlich jetzt, zum ersten Mal überhaupt, setzen die Flöten mit einer Melodie ein. Und wo tun sie das? Natürlich auf einer gemeinsamen Eins beider Hände. Und wieder. Perfekt. Das Timing ist einfach großartig. Ich weiß, das, was ich jetzt hier gerade mache, das nimmt man nicht wahr, wenn man das Stück einfach hört. Was man aber wahrnimmt, ist, dass es einfach genial gebaut ist. Jetzt auf der Eins hat eben gerade ein Triangel neu eingesetzt. Jetzt nähern wir uns diesem Punkt mit der Überraschung. Ich sag's schon mal vorher. Achtung. Da. Mittendrin, auf dem dritten Takt einer letzten viertaktigen Phrase, beginnt Tschaikowski plötzlich mit dieser riesigen Melodie, die die Celli da zu spielen haben. Und aus dieser Überraschung wird etwas, was uns emotional dann umso mehr packt, weil es nicht an einer Stelle passiert, wo wir sowieso damit rechnen, dass sich was verändert. Natürlich kann man das ganze Stück hören bei uns auf der Seite einfach-musik.de. Und nicht nur das, sondern dort wird man auch Dinge finden, die erzählen, wie es mit der Viertaktigkeit in der Popmusik zum Beispiel der Fall ist, weil genau dort findet das eigentlich regelmäßig genauso auch statt. Und die Popmusiker haben es gelernt, natürlich bei den großen Klassikern. Das war ja unser Hitview für den Blumenwalzer von Tschaikowski. Ich wünsche eine gute Zeit mit wunderbar guter Musik. Ciao, bis zum nächsten Mal. Hallo, mein Name ist Medi Kadatz von der Hundeschule Hundesprache MV. Wir machen gerade Hundetraining hier in Neubrandenburg und jetzt kommt das Wetter. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach.
Der Sommer bleibt auch in den nächsten Tagen wechselhaft, bei Temperaturen bis höchstens 28 Grad. Am Samstag bleibt es zwar weitestgehend trocken, die Sonne kommt dafür nur selten zum Vorschein. Dazu kühlt sich die Luft in der Nacht auf 14 Grad im Malchin ab und erwärmt sich während des Tages auf bis zu 21 Grad in Waren an der Müritz. Der Wind weht aus Nordwest. Am Sonntag bestimmen örtliche Schauer und Gewitter das Wetter. Die Temperaturen gehen am Morgen auf 16 Grad in Friedland zurück und steigen im Tagesverlauf auf bis zu 25 Grad in Krakow am See. Der Wind weht aus westlichen Richtungen. Am Montag ist es wechselnd wolkig, gebietsweise scheint aber auch die Sonne. Dazu kühlt sich die Luft in der Früh auf 18 Grad in Neustrelitz ab und erwärmt sich im Laufe des Tages auf bis zu 28 Grad in der Reuterstadt Staffenhagen. Der Wind weht aus Südwest. Am Dienstag gibt es viel Sonnenschein und nur selten ein paar Schönwetterwolken. Die Temperaturen gehen morgens auf 15 Grad in Neukalen zurück und steigen am Tag auf bis zu 24 Grad im Seebad Ueckermünde. Der Wind weht dazu aus westlichen Richtungen. Das Wetter auch wird. Hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Das war das Neu-Eins-Journal mit seiner Ausgabe über das Wochenende. Abgelöst wird es dann wie gewohnt durch eine neue Sendung ab Dienstagabend hier an dieser Stelle. Es wäre schön, wenn wir uns dann wiedersehen. Machen Sie es gut. Tschüss. Die Sendung wurde präsentiert von Leaps, die Werbeagentur. Gute Werbung ist die beste Werbung.